Mit schorfiger Nase und guter Laune kommt Wladimir Kaminer von seiner USA-Reise zurück. Beides dient ihm zu Beginn seiner Lesung als anekdotischer Einstieg, denn eine seiner häufigen Lesereisen führt den Schriftsteller nach Leipzig. Die Nase habe er sich bei einem Sturz verletzt, denn in den USA gäbe es keine richtigen Bordsteine. Und überhaupt findet Kaminer es schwer, Geschichten über die USA zu erzählen. Klischees gäbe es viel und meist zu Recht. Dennoch ist genau das seine selbsternannte Aufgabe als Geschichtensammler. Die wichtigste Aufgabe eines Menschen ist, den Sinn seiner Existenz zu begreifen. Die Welt kennenlernen, diese Welt bewundern und bestaunen, das ist eigentlich der Sinn der Sache. Obwohl viele Menschen etwas anderes versuchen. Die Geschichte, die ihn auch nach Leipzig führt, bedeutet ihm besonders viel. Es ist das Buch Onkel Vanya kommt, eine Reise durch die Nacht. Eine Reise, nämlich vom Berliner Hauptbahnhof zum Mauerpark im Stadtteil Prenzlauer Berg, Kaminers Wohnort. Diese Strecke wird zur facettenreichen Odyssee. Ich merkte irgendwann mal, dass die Vergangenheit so groß inzwischen geworden ist, so viele Geschichten trägt man mit sich weiter. Und die Zukunft ist auch zwar neblig und unverständlich, aber auch sehr groß. Und die drücken einen von beiden Seiten. Man hat kaum noch Luft für Gegenwart. Und dieses Buch ist eben ein Versuch, mit der Vergangenheit aufzuräumen und die Zukunft etwas klarer zu sehen, zu deuten und Platz für Gegenwart zu schaffen. Kaminers Gespür für Geschichten, für falsche und richtige, lustige und nachdenkliche, begeistert auch das Leipziger Publikum. Ich glaube, die Ursache dieses Phänomens liegt in der Weltanschauung der Russen. Denn jedes Volk, jede Nation hat eine eigene, oft archaische Vorstellung von der Realität unseres Planeten.